In dieser Lektion geht es um das Formatieren, das heißt um die Anpassung des Erscheinungsbilds, um die Schriftart, Größe und die Abstände zwischen den Zeilen. Wenn du die Materialien entpackst, so siehst du wiederum die Übungen im Word-Format und die entsprechenden Lösungen im PDF-Format. Bevor wir uns nun an die Formatierung des Textes machen, passen wir die Einstellungen für das ganze Dokument an. Über Format, Dokument hast du die Einstellungen, die das gesamte Dokument betreffen. Hier ist wichtig, dass du das nochmals kontrollierst. Je nachdem kann es sein, dass hier nur ein Abschnitt ausgewählt ist und dann betreffen diese Einstellungen auch nur den entsprechenden Abschnitt und alle anderen Seiten sind dann unangetastet. Den Abstand am oberen und unteren Blattrand, den lassen wir mal bei 2 cm. Für links nehmen wir aber 3,5 cm, damit wir also Platz hätten für eine Lochung und rechts nehmen wir 2,5. Bei Dateien mit sehr vielen Seiten kann man gegenüberliegende Seiten aktivieren. Das heißt, links und rechts gibt es dann nicht mehr, sondern innen und außen. Und das ist wichtig, zum Beispiel beim doppelseitigen Drucken. Machen wir jetzt aber nicht. Stattdessen noch ein kurzer Blick auf Layout. Hier haben wir noch die Möglichkeit, die Abstände für die Kopfzeile, also für den Text, der hier ganz im oberen Bereich steht, und für die Fußzeile, zum Beispiel für die Seitenzahl, noch anzupassen. Im Moment lassen wir es aber so, wie es ist, und bestätigen mit OK. Und nun ist unsere Datei bereit.